Babybrei richtig einfrieren und auftauen. Du möchtest dein Baby mit selbstgemachtem Babybrei versorgen? Diese Dinge solltest du beachten. Selbstgekochter Brei kann im Kühlschrank 24 Stunden aufbewahrt werden. Am besten in der Zone über dem Gemüsefach. Größere Mengen Brei können eingefroren und später wieder aufgetaut werden. Dazu den Brei portionsweise in saubere Gläschen oder Gefrierbehälter füllen und gut verschließen. Die Gefäße nicht zu voll machen, damit sich der Brei beim Einfrieren ausdehnen kann. Sofort herunterkühlen, zum Beispiel die Behälter in kaltes Wasser stellen, statt bei Zimmertemperatur, damit sich keine Keime bilden, dann einzeln im Tiefgefrierer verstauen, damit der Brei schnell einfriert. Eingefrorene Breie sind bei minus 18 Grad Celsius 2 Monate haltbar. Den Brei erst unmittelbar vor dem Füttern im Wasserbad oder der Mikrowelle auftauen, nicht bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank. Aufgetaute Breimahlzeiten dürfen nicht erneut aufgewärmt oder eingefroren werden. Zutaten wie Fleisch oder Gemüse können auch separat in kleinen Formen eingefroren werden. Kartoffeln nicht als getrennte Kost einfrieren, da sie einzeln zu stark an Geschmack verlieren. Wichtig: Pflanzliche Öle liefern Omega-3-Fettsäuren und sollten im Brei erst nach dem Aufwärmen untergerührt werden. Nitratreiche Gemüse wie Kohlrabi, Fenchel, rote Beete oder Spinat nur als frische Zutaten für Babybrei verwenden, damit beim Aufwärmen nicht die Gefahr ungesunder Nitritbildung entsteht.